kann mich noch gut an die Einladung von Josef Keutz erinnern. Ich sollte in die Silbergasse kommen, zu diesem Haus, das von außen für mich ein wunderbares Haus natürlich, aber eines wie viele andere war. Josef Keutzer führte mich dann aber in dieses Haus hinein und dann begann ein beeindruckender Rundgang, so wie ich ihn mir nicht vorstellen konnte. Ein Rundgang in die Welt der Kunst, ein Lebenswerk fast von seiner Seite, seine Sammlung, in die er mich ja mit einer Lebendigkeit und Leidenschaft einführte, so wie ich sie selten gehört und gesehen hatte.